begrüße ich miteinander. Heute begrüße ich Backup One AG, der Tobias Undeutsch als CEO und der Florin Gruber als Chief Information Security Officer. Genau. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Ja, vielleicht sage doch am Anfang, Hurti, was macht Backup One überhaupt? Merci Markus, ja, da fange ich doch mit dem Gedanken. Backup One, wir sind ein Cloud Security Unternehmen, also wir machen Cloud Backup, Cloud Storage Lösungen und haben dazu zwei Data Center in der Schweiz und bieten dort drum eigentlich auch Managed Services an. Also das heisst, Kunden, die ihr Backup, ihre Datensicherheit in unsere Heimmächte legen, können das, ja, sind bei uns herzlich willkommen, das zu machen. Vielleicht hast du noch zwei, drei Worte mehr. Passt genau, wir haben Backup und Storage und bedienen so Kunden, die Daten sichern oder eben einfach speichern. Ja. Okay. Ja. Und was noch lustig ist, wir kennen uns eigentlich schon länger und sind uns kürzlich wieder über den Weg gelaufen und gar nicht so wahrgenommen, dass die schon so grosse, namhafte Kunden haben, also Schweizer Konzerne und so weiter. Und wie seid ihr an die hergekommen überhaupt? Also vielleicht so unser Kundenstamm, wir haben von Einzelmasken, also Einzelunternehmer, wo unsere Lösungen einkaufen bis zu wirklich börsenkotierten oder SMI-kotierten Unternehmen, das ist so. Wir haben mehr von den Kleinen, das kann ich auch zugeben. Und da die grossen Kunden sind wir vor allem auch durch öffentliche Ausschreibungen, die Kunden gemacht haben, wo wir nachher dürfen Projekte gewinnen und dürfen umsetzen. Ich habe auch gesehen, ihr über 2 Milliarden Datensätze verwalten. Ihr rechnet nicht mehr in Gigabyte, sondern in Petabyte. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10 hoch 15. Genau, also ja. 1024 Gigabyte sind 1 Terabyte und 1024 Terabyte sind auch 1 Petabyte. Und von diesen Petabyte verwalten wir im Moment grösser 44. Ja. Unglaubliche Datenmengen. Ja, definitiv. Und was ich noch gesehen habe, 100% Schweiz, wie macht ihr das? Wir haben eigene Infrastruktur, das, also eigene Storage-Systeme, eigene Server, eigene Netzwerkinfrastruktur, wo unsere beiden Datacenter im CH East in Zürich einerseits und im CH West in Genf ja, bauen ist. Die gehört uns, die Infrastruktur, und dementsprechend haben wir auch, können wir wirklich unseren Kunden zeigen, wo die Daten gespeichert sind. Mhm. Also physisch zeigen. Super. Und eben nicht nur die Daten sind recht gewachsen, auch das Unternehmen selber, wenn wir es in Anzahl Mitarbeiter rechnen. Ja. Was sind dort so ein bisschen eure Herausforderungen? Gute Leute finden, würde ich jetzt mal sagen, als allererstes. Fachkräfte. Das ist definitiv. Das ist das Stichwort, ja. Genau. Ja. Ja, ich meine, vielleicht noch ein paar Worte, zum wie wir gestartet haben. Oder? Wir haben wirklich gestartet mit der Idee, wie immer, wie wir halt startet. Und wir haben ja vorher schon eine Firma gehabt, wo wir FileSync, also so eine Schweizer Dropbox-Alternative, geboten. Und dann haben die Kunden immer mehr gefragt nach einer Schweizer Lösung für Backup. Mhm. Explizit für Backup, oder? Wo auch ein bisschen mehr kann als jetzt eine Workstation sichern, also irgendwelche Dateien. Sondern wirklich auch Image-Backup machen, und so ist nicht Backup One entstanden. Zuerst haben wir angefangen mit Online-Marketing vor allem, also effektiv Google Ads, Facebook Ads. Das sind auch noch die Zeiten, wo man auf Facebook für 1'000 Franken ganz Bern erreicht hat, also wirklich Kanton Bern erreicht hat. Das ist wirklich, das wie in einem Geschichtsbuch, ist schon quasi auch, aber es ist ja natürlich nicht mehr so. Genau, und dann sind wir nicht mehr gewachsen, haben dann eben mit der Zeit können Ausschreibungen mitmachen. Ja. Aber es ist von dem noch interessant, wir haben wirklich so angefangen mit der Idee, wir haben alles aufgebaut für uns, sind am Markt gegangen und haben wirklich auf einem sehr überschaubaren Stand angefangen. Und dann war einfach der Weg Online-Marketing. Und ja, aber eine gewisse Grösse und gewisse Ressourcen kann man eben auch darauf betreiben, um bei der Ausschreibung mitmachen. Und hat die Grösse, die man dann auch, ja, das überhaupt kann anbieten kann. Genau. Und jetzt vom Wachstum her, die Herausforderung, ja, gute Leute finden. IT ist ja immer Mangel. Es ist immer schwierig, gute Leute zu finden. Nicht nur in IT, das ist uns völlig klar. Aber auch in der IT ist ein grosser Personalmangel. Und halt, das System, das wir betreiben, unsere Backup One Swiss Cloud, ist halt da, das ist nicht etwas, was man in jeder Ausbildung immer auch gerade automatisch auch viel damit zu tun hat. Oder wenn man auch so grosse Systeme, Server-Cluster, die zusammen agieren als eine, mit denen hat man nicht immer zu tun. Entsprechend Leute zwingen, die das auch schon ein bisschen kennen, wenn möglich, muss nicht sein, oder? Aber oder ist natürlich, macht es immer noch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber da schaffen wir vor allem an uns, dass wir einfach das Unternehmen attraktiv behalten, mit den Bedingungen, mit natürlich unseren Aufträgen, die wir für Kunden machen, also sprich den Arbeitsplatz spannend halten
Und entsprechend schauen, dass einfach unsere Mitarbeiter gut, eine gute Stelle haben. Oder? Also von den Benefits, die man so hat, oder? Mit dem Pensum, zum Büro, zum Standort und natürlich eben die Aufträge oder Inhalte. Mhm. Also dazu gehört zum Beispiel, dass wir eine EG-Distanz vom Bahnhof Bern in unsere Büros haben, dass wir eine 40-Stunden-Woche haben und eine 30-Tage-Ferie, also 6-Wochen-Ferie. Das ist bei uns so der Standard. Ja, das habe ich gelesen. Und glaube ich, ÖV, erste Klasse, habe ich noch gelesen. Genau, das ist auch so. Genau. Und ja, vielleicht können wir das auch noch heute nutzen. Wen sucht ihr? Also Senior System Engineers im Storage-Umfeld oder im Netzwerk-Umfeld mit einer sehr hohen Affinität zu Security. Also das heisst, wenn man heutzutage mit dem Passwort Admin schafft und das findet man gut, ist man bei uns definitiv eine falsche Adresse. Mhm. Weil wir haben sehr hohe Security-Standards. Wir wollen so noch weiter verbessern. Meine, im Security-Umfeld ist man nie fertig. Da fährt man jeden Tag neu an, weil die Betreuungslage auch jeden Tag ändert. Und wir brauchen dementsprechend Leute, die intrinsisch motiviert sind, sich im Security-Umfeld ständig weiterzubilden. Mhm. Wenn ich so ein bisschen wirklich der Hüter des Heiligen Grals, sprich der Daten, genau, ist und die Verantwortung wahrnimmt. Mhm. Ich habe ja viel mit KMUs zu tun und wenn ich mit denen so rede, ich glaube, die wissen manchmal gar nicht so, wo ihre Daten liegen von ihren Cloud-Services, was sie manchmal zuerst noch müssen überlegen, bei wem haben sie es eigentlich. Wie erlebt ihr das? Oder was würdet dir aus solchen KMUs empfehlen? Also das erleben wir jeden Tag, dass Kunden kommen und sagen, sie haben Daten in Azure Cloud, also wie Microsoft oder wie Amazon, ihr AWS Cloud. Und ja, dann kommt die Frage, was sind denn die Daten und was passiert, wenn Microsoft nicht mehr erreichbar sein sollte, wenn die Verträge gekündigt werden, wenn ich jetzt wenn mit Microsoft 365, also das ehemalige Office 365, mhm, wenn wir dort Mailboxen haben und die löscht, was passiert mit diesen Daten? Und mhm, die Antwort ist recht einfach, die sind dann weg. Das heisst, da kommen wir dann ins Spiel und können den Kunden helfen und können die Daten Cloud to Cloud, also ohne Installation von irgendeiner Backup-Software, direkt aus der Microsoft Cloud in unsere Backup One Cloud kopieren bzw. sichern. Und dort sind die Daten auch. Also das heisst, dort hat man dann immer noch Zugriff auf die Daten und kann die Datenhoheit sicherstellen. Okay. Wenn ich es richtig gelesen habe, ihr seid ja seit 2012 unterwegs. Also wenn ich das richtig ausrechne, sind das jetzt etwa 10 Jahre? Ja, also Backup One ist im 16. am Markt gegangen. Das war ein Spilesync, das ist eben die Firma vorher, die quasi den Weg geeignet hat für Backup One. Genau. Mhm. Die ist seit 2012 unterwegs, das ist richtig. Ja. Okay, also in diesen rund 6 ja, bis 10 Jahre, je nachdem, wie wir es rechnen. Ja. Was waren so die Erfolgsstories, die ihr erlebt habt? Ich glaube, der erste Erfolg war, wir haben eine Webseite aufgeschaltet, wo man im Self-Service ein Cloud-Backup-Paket buchen kann. Und dann natürlich einfach der erste Kunde, wo wir keine Ahnung hatten, wer das ist, der mit der Kreditkarte zahlt und wenige Sekunden später sein erstes Backup einrichten kann, weil alles funktioniert. Ich meine, das ist natürlich ein riesen Milestone. Und die ersten grösseren Kunden, die eben mal in Grössenordnung 10.000, 15.000 Franken im Monat zahlen, das ist ja so wow, als wirklich junges, kleines Unternehmen. Dann natürlich die entsprechenden Sachen, wo das zur Folge hat, wie wir müssen unsere Infrastruktur aufbauen, den Aufbau für unsere eigene Cloud. Es gibt fast jeden Tag irgendwelche neuen super Meilensteine, die wir erreichen können. Und es macht genauso viel Spass wie am ersten Tag nach wie vor. Mhm. Wenn ihr jetzt so Schweizer KMUs müsst ihr 3 Tipps mit auf den Weg geben, wie würden die sich angehören bei Backup One? Ja, sicher eine klare Vision haben, wo will man her. Das ist sicher mal das Erste, weil man, zum Teil fängt man ja an, man hat schon Kunden, die man mitnehmen kann, je nachdem, wo man war vorher oder irgendwie, ich meine, es gibt viele Leute, die bei einer grossen Firma arbeiten können, können auch so irgendwie sich selbstständig machen mit bestehenden Connections und mit einem Netzwerk. Aber egal, oder? Man muss immer wissen, was man genau machen will. Sicher auch viel recherchieren, zumindest schauen, ist es machbar. Ich meine, machbar ist eigentlich alles, das ist schon klar. Aber der Plan muss ja irgendwie auch verheben, dass man sagen kann, okay, nach so viel Zeit möchte ich die Zahlen erreichen, zum Beispiel, oder KPIs erreichen, und dann das so irgendwie auch gut prüft. Auch die Umsetzbarkeit. Die Umsetzbarkeit, oder genau, weil Ideen hat man viele, und man muss auch die nehmen, wo man mal irgendwie schnell mal zu einem Standpunkt kommt, dass man dann auch weiter machen und dass es weitergeht, oder? Ja. Würde ich sicher sagen,
Und dann natürlich einfach, wie man immer auch gehört, oder dranbleiben. Ich meine, der Plan ist immer mal das eine, also Theorie ist das eine, Praxis ist ja meistens anders. Oder einfach, es ist nicht genau so. Und man hat sicher mal ein Hoch, eben, genau, wenn irgendwie der erste Kunde bestellt, oder ein paar Tage nach der Aufschaltung, ein grosses Päckchen, wo man von Zürich, wo man wissen, genau, den kennen wir nicht, er hat uns gefunden, hat es gelesen, hat es gut gefunden und bestellt, oder? Das ist mega cool. Aber natürlich gibt es manchmal Momente, wo etwas nicht ganz so läuft, wie man gerne hätte. Das kennt auch jeder Unternehmer. Mhm. Und dann muss man einfach auch sich auch weiterhin an den Plan halten und an die Idee halten, weitermachen. Und mit dem denke ich, wenn der Plan gut ist und man beständig dran bleibt, dann hat man eigentlich auch immer eine sehr gute Chance, dass es genauso gut kommt, wie man sich das vorstellt. Ja. Ja. Und wie tut ihr euch das ein bisschen motivieren, um auch weiterzufahren, wenn man halt mal, ich sage es gerade auf Mänddeutsch, mal auf den Schnauz geht? Ja gut, eben, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man umgeht. Genau. Das ist ein alter Spruch, aber das hat halt schon etwas. Und dann immer im Hinterkopf behalten, dass es, ja, ich meine, das Geschäft aufbauen ist einfach nicht einfach. Man muss etwas machen dafür, das braucht sehr viel Sitzfleisch. Und neben den Investoren habe ich jetzt schon öfter mal gehört, es geht immer doppelt so lange, wie man denkt, und es kostet doppelt so viel, wie man denkt. Mhm. Und ob das jetzt auf uns 1:1 zutrifft, kann ich nicht sagen. Aber ja, wir haben so in vielen Fällen Kopf verschätzt oder es ist länger gegangen. Und ich glaube, das ist unser Erfolgsfaktor, ist, dass wir ein Team sind von 3 Leuten, die das Unternehmen gegründet haben. Mittlerweile sind wir 4 Geschäftsleitung. Aber ein Team von 3 Leuten und wir haben eine Vision gehabt und wir haben einfach nicht aufgegeben und einfach an dieser Vision gearbeitet. Und jetzt sind wir hier, wo wir hier sind, durch das. Ja. Und wir sind häufig an dem Punkt, wo wir denken, hey, lassen wir uns doch bei einem grossen Konzern anstellen, die zahlen sehr gut für gut ausgebildete Informatik, vor allem mit Security-Affinität. Da hätten wir schneller mehr verdient, definitiv. Aber ich glaube, es hat noch halb so viel Spass gemacht im Endeffekt. Dranbleiben. Ja, dranbleiben und sicher auch Flexibilität. Ein bisschen. Der Plan ist das eine, da muss man verfolgen, tut man auch. Aber manchmal, eben, weil die Theorie ist das eine und die Praxis ist etwas anders, muss man manchmal sich auch ein bisschen anpassen. Schauen, okay, vielleicht habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Oder und nachher schauen, dass man irgendwie den Plan verfolgen kann, vielleicht mit einem kleinen Umweg, wo man dann merkt, das ist vielleicht sogar eigentlich besser so. Ja. Ja, also wenn ich das wage, ein bisschen zusammenzufassen, ist es eine gute Vision und einen guten Plan zu haben. Auch durchbeissen, nicht aufgeben. Genau, definitiv, ja. Immer wieder aufstehen und einfach auch, wie du gesagt hast, die Freude daran haben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was das Unternehmertum schlussendlich ausmacht. Ja. Also einen guten Plan haben, ja, aber genug Flexibilität zu haben, für den Plan anzupassen. Ja. Das ist auch wichtig. Dass es nicht stur bleibt, dass man auf die neuen Bedingungen kann reagieren kann. Ja, exakt. Würdet ihr so den Rückblick und auch etwas anderes machen, wenn ihr jetzt nochmal 5-6 Jahre könntet zurückspulen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wenn wir nur 5-6 Jahre könnten zurückspulen könnten, würde ich sagen, nein. Wenn wir das Wissen von heute könnten mitnehmen zurück, dann wahrscheinlich einiges. Und dann wären wir wahrscheinlich auch einige Jahre, schnell, oder Monate zumindest, schneller an dem Punkt sein, wo wir jetzt sind. Von dem her, um die Frage so zu beantworten, nein, würde man nicht. Also würde man eh nicht. Nein, passt genau. Du kannst das Wissen nicht mitnehmen. Wenn du es kannst, ist klar. Du weißt ja immer, was du nicht wirst, welche Fehler du nicht wirst machen oder andere Wege. Ich muss sagen, wir können zufrieden sein und stolz sein, schlussendlich. Wenn wir durchbeissen müssen, haben wir auch Zeit. Es hat auch Zeiten gegeben, wo du denkst, okay, gut, weitermachen. Und irgendwann bist du nicht dort, wo du willst. Ja. Und ich meine, vielleicht auch noch so ein bisschen, die Zeiten, die kennt ja jeder. Wir reden ja auch mit vielen Unternehmern in unserem Netzwerk, die hat ja jeder. Aber schlussendlich, das Durchbeissen hört sich ja so schwierig an. Schlussendlich heisst es einfach weitermachen. Und einfach dafür arbeiten, dass es besser wird, dann wird es besser. Ja. Ja, und halt aus Fehlern lernen. Also Fehler machen ist menschlich, das ist normal. Die Frage ist, was man nicht daraus macht. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Wenn ich jetzt Fehler mache und nicht daran kaputt gehe, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Aber wenn ich einen Fehler mache, aufstehe, Krone richte und dann schaue, was mache ich beim nächsten Mal anders oder besser, für das genau dieser Fehler sicher nicht passiert. Und das ist bei uns, also wir leben eine sehr offene Fehlerkultur, auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Nach dem Motto, lieber mal, wenn du etwas nicht weißt, lieber mal ausprobieren und wenn es in die Hose geht, halt schauen, was ist passiert und es nicht mehr machen. Aber lieber ausprobieren, anstatt zu sagen, es könnte etwas passieren, du mach jetzt gar nicht. So kommt man nicht vorwärts. Ja, und ich glaube, jeder Fehler ist eben auch wertvoll, wenn man daraus lernt. Und ich glaube, in die Fehlerkultur könnten wir so in unserer Region noch ein bisschen verbessern. Okay. Ja.
Ja, das kann man nie. Also, ich meine, das ist immer wichtig, oder? Das ist auch so ein amerikanischer Stil, die haben früher damit angefangen, weißt du, ja, dass man Fehler sogar so gemacht hat. Du bekommst gar kein Investorengeld, wenn du noch nie, wenn du nicht so in Firmen hast, an die Wand gefahren, so die Extremformen, ja, oder? Das ist bei uns nicht so, muss auch vielleicht nicht so sein. Aber grundsätzlich ist es einfach, wer keine Fehler macht, macht auch nicht viel. Oder tut es auch auf, Betriebe, die zu verstecken, weil keine Fehler macht dann immer. Also von dem her, ich glaube auch, es ist die einzige logische Folge, dass man sie offen lebt, ja, die Fehlerkultur. Das, ja, das haben wir früher so gesehen und sind auch der Meinung, das ist auch genau der Weg. Weil, eben, wie gesagt, es macht eh jeder mal einen Fehler. Also was will man denn alles anschauen, besser machen und okay, und mal darüber hinweg und weitermachen. Tipptopp. Wenn ihr jetzt noch so ein bisschen einen Werbespot könntet sagen, hier für Backup One, wie würde der sich atmen, also wie würde sich der anhören? Ja, natürlich so aus dem Stegreif ist das nicht ganz ideal. aber ich würde mal sagen, du hast ja vorhin die Frage gestellt, wie das ist, wenn die Leute fragen, wo sind meine Daten? Mhm. Mit was ist eine Cloud, oder? Mhm. Früher war es eine Zeit lang so, dass man Daten irgendwo in Cloud. Cloud war cool, Cloud war aber irgendwo, effektiv früher. Mittlerweile grenzt sich langsam ja ein. Die Leute wollen Schweiz, die Leute wissen, wo sind meine Daten. Auch rechtlich, natürlich viele Leute müssen wissen, wo sind meine Daten. Und wenn jemand einen Anbieter sucht, wo er Daten sichern kann oder einfach Daten speichern kann für sein Unternehmen, wo er wissen, wo die Daten sind, wer sie betreibt, wir haben auch immer den persönlichen Kontakt. Bei uns kann man wirklich anrufen und bekommt ein Spezialtelefon, wenn mal etwas ist. Keine Warteschlange, okay, ein grosses Ticketsystem, wo man stundenlang wartet. Und wirklich ein Anbieter, wo man kann sagen, hey, wir können ins Rechenzentrum gehen und schauen, wo die Daten sind. Ich meine, bei uns drehen hunderte von Harddisks. Wir können jetzt sagen, auf welcher Harddisk, wir haben alles geclustert. Aber wenn man so das Gefühl hat, dass man wirklich weiss, Schweiz, Sicherheit, Verschlüsselung plus Ansprechpartner, die wo man jederzeit erreichen kann, dann ist bei Backup One sicher eine gute Adresse. Sehr gut. Merci vielmals. Ja, das ist, glaube ich, noch ein schönes Schlusswort in diesem Sinn. Mein Nespresso ist mittlerweile leer. Ja, so, ja. Ich danke euch für reinzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert euch den Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann verpasst ihr kein Video. Und dann könnt ihr von weiteren Sachen profitieren. Merci vielmals, Tobias. Merci vielmals, Florin. Seid reingeschaut. Danke für die Einladung. Und viel Erfolg für Backup One AG. Danke. Merci. Gleichfalls. Merci für die Einladung. Herzlich willkommen zur Nespresso-Runde. Ich zeige euch jetzt, wie wir ein perfektes Nespresso zubereiten. Als erstes gehen wir zum Anlegen. Wir machen in die Tamperstation. Gehen mit dem Leveler drauf. Und tun dann tampen. Ich wasche alle drei Sachen abwischen, sodass ich nie einen Kaffee drauf habe. Lasse schwingen, spritze Wasser raus, sodass sie perfekt warm ist. Spanne ihn ein. Nehme die perfekte Espresso-Tasse, stelle die drunter. Und voilà, jetzt lassen wir den raus. Wenn er dann rausläuft, kann ich Ihnen etwas zu unserem Kaffee sagen. Wir haben eigene 7 Kaffeemischungen. So, dass auch ihr euren Kaffee findet, der zu euch passt. Da ja Kaffee bekanntlich wie Wein ist, eine Geschmackssache. Et voilà, fertig ist unser Nespresso.